Willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja, im letzten Part haben wir diesen griechischen Tempel hier betreten. Und hier die Treppe rauf geht es gleich mit dem Tempel weiter. Und zwar mit diesem kleinen putzigen Kerl da vorne. Und immer wenn wir den sehen, dann heißt das, dass wir wohl irgendetwas machen müssen, um weiterzukommen. Mal sehen, was es diesmal ist. Du bist noch ganz? Das ist wirklich beeindruckend. Dieser große Raum ist eine Kampftrainingshalle. Wir sind jetzt hier eingeschlossen. Ich kann die Tür erst öffnen, wenn alle Römer verschwunden sind. Viel Glück. Oh, alle Römer müssen verschwunden sein. Na, dann machen wir das doch mal. So, erstmal diesen Bogenschützen hier wegprügeln. Und mal sehen. Oh, da ist noch einer. Der muss natürlich auch weg. Und ja, dieser Wattebauschwinger hier. Ah, nein. Der ist, kann natürlich hier sehr gefährlich sein. Oder gefährlich werden. Wenn er uns so erwischt, dass er uns in eine dieser Gruben hier in den Ecken schubst. Ja. Können wir alles nochmal neu machen. Zumindest diesen Kampf hier. Aber das ist zum Glück nicht notwendig. So. Lass mal noch ein Schild aufsammeln. Und dann wollen wir eben doch mal sagen, dass wir es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch! Das war ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Ja. Und gleich die nächste Herausforderung. Löwen und Gladiatoren. Mal wieder. Ja, und wir haben uns gleich diesen Bonusschild, den wir eben aufgesammelt haben, wieder weggenommen. Aber dafür beziehen sie jetzt ordentlich Prügel von uns, die da noch kommen. Hier, der bleibt einfach stehen. Finde ich gut. So konnte ich die Löwen da bequem vermöbeln. Und muss mich noch nicht noch mit dem abmühen. Oh, ja. Um die Ecke gelunzt hier. Dieser Drecksack. So, Löwe. Werde ich nicht. Ein neuer Schild. Mal gucken, wie lange der hält. So. Hoffentlich länger als der vorherige. Aber wenn ich das so sehe, nein. Das Glück ist mir nicht hold. Der muss natürlich gleich wieder kaputt gehen. Ja, ihr blöden Löwen. Es hört auf, nach mir zu krallen. Mag ich nicht. Ja, nutzt mir alles nichts. Ach, ja. So. Und nur noch vier. Wo bleiben die? Na, die müssen natürlich jetzt von da hinten kommen. Typisch. So. Und jetzt? Na, da ist noch einer. Noch einer. So, jetzt aber. Ja. Hier darf Obelix dem Asterix den Weg wieder frei machen. Ja. Schieb. Und noch einmal. So, und den Granitblock noch. Und nach dem Relaispunkt darf Asterix wieder hüpfen. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Ja. Blöd. Genau, das habe ich befürchtet.
Naja, noch einmal. Gut. Es klappt doch. So, mal sehen. Jetzt kommt da wieder ein solches Gespann. Oh, nein. Oh, jetzt muss man wirklich aufpassen. Die Energie schwindet. Ach man, du blöder Löwe. Jetzt muss ich die Fackel nochmal neu anzünden. So. Jetzt. Und Obelix ist wieder dran. Ja, gleich zwei neue Löwen. So. Ah ja. Nutzen wir die Gelegenheit doch mal, hier noch ein paar Helme einzusammeln. So. Oh, und noch mehr Multiplikatoren. So, na ja, das mache ich jetzt hier einfach mal. Helme aufschlagen. Sagte ich Helme? Kisten aufschlagen natürlich. Helme einsammeln. So. So, das reicht. Ach, der ist ja auch wieder da. Ein bisschen frische Luft ist schon etwas Feines, nicht? Athen ist eine schöne Stadt. Auch wenn viele Gefahren in ihr lauern. Von einem Abenteurer habe ich erfahren, dass mehrere Gallierinnen in einer Zelle eingesperrt sind. Von einer schrecklichen Kriegsmaschine bewacht, die unglaublich mächtig ist. So wird gemunkelt. Dummerweise konnte er mir nicht sagen, wo der Kerker sich befindet. Wie bleibt er da stehen? Hat er noch mehr zu sagen? Ein bisschen frische Luft. Athen. Na, offensichtlich nicht. Also drücke ich das mal weg. So, aber hier das Teil müssen wir noch einsammeln. Vier Stück. Ein Drittel. So. Jetzt müssen wir wieder an Römern vorbei. So. Liebe. Springe ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen. So. Da wollen wir doch Idefix mal zum Einsatz bringen. So. Und weg. So. Und den kannst du auch noch beißen. Toll, in dem laufe ich jetzt aber einfach vorbei. So. Wo kommen wir hier hin? Ja. Ja, das ist hier wieder eine blöde Stelle. Denn hier muss man erstmal hier an diesen blöden Schwingern hier vorbei. Und dann. Ja, ich darf etwas nicht vergessen. Und zwar muss ich erst noch hier die Brücke aktivieren. Sonst kann Asterix da nicht rüber. So, jetzt dürfen wir wieder 6 von denen da besiegen. Ein Dreierpack. Ah, nein. So. Mal sehen. Ja, doch. Das ein. Doch nicht. Muss ich doch erst weghauen, bevor ich da schieben kann. So. Ja, für diese beiden grünen Lichtchen kriegt man da hinten in der Ecke ein paar Multiplikatoren.
mal einsammeln kann. Aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt müsste ich hier die ganzen Kisten wieder aufschlagen, um die Multiplikatoren auch zu nutzen. Dann schlagen wir doch lieber mal diese Römer auf den Transportplattformen. So. Die werden von Plattform zu Plattform immer stärker. So. Mal einschwingen. Um das abzukürzen hier. So. Hat doch ganz gut geklappt. Ja, und nochmal ein paar Löwen. Obwohl, die finde ich jetzt doch einfacher als diese piekenschwingenden Römer. So, naja, jetzt muss ich natürlich erst nochmal runter. Ja, den Schild, da schwimmen wir einfach mal dran vorbei. Naja, was soll's. So, Obelix, komm nach. So, dann können wir jetzt anzünden. So. So, und bevor ich es vergesse, hier schnarcht ja wieder der Droide. Ja, ich glaube, ich habe auch lange genug gespielt und geredet. Also, mach's gut und ciao, bis zum nächsten Teil.